Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Ramanipullis Indian Kitchen. Heute habe ich wieder ein traditionelles Tulu Nadu Rezept. Okra Curry oder Bende Koddelu heißt das. Bende Koddelu. Ja, Okra Curry Tulu Nadu Rezept. Okra habe ich richtig sauber gemacht und dafür, also für die Okra Koddel braucht man Koriander, also die ganze Kümmel, Kurkuma und ein Löffel Chilipulver und 1,5 Löffel Salz und Kokosmilch, 250 Gramm Kokosmilch und ein kleines Stück, also Tamarind, das heißt sauer, und da habe ich in Wasser eingeweicht, okay? Und später sage ich, was ich rein tue, ja? Okay, ich wollte zeigen nur kurz, wie ich die Okra schneide. Dafür, also Okra schneidet man für die Koddel oder egal, so. Schauen Sie mal. So. Geht man quer. Also das raus, beide Seiten und dann zuerst nehme ich Wasser hier, also tue ich ein bisschen Wasser rein, so, sagt man halbe Liter, so, und lasse ich, also hält an und da werde ich diese Pulli, das heißt Tamarind, in das Wasser, also rein. So, und diese Salz tue ich auch rein. So. Das wollte ich nur zeigen. So. 1,5 Löffel Salz, ja. So. Dann lassen wir kochen. Und das Wasser muss richtig so köcheln. Das heißt, also dann tue ich die Okra da rein. Das. Und jetzt tue ich die ganze, also die Gewürze dieser, ich wollte nur zeigen, wie das geht, auch wenn sie keine, sag man, also Mix Küchenmaschine haben, meist haben sie auch sowas, ja, diese Stein. Also tue ich Koriander rein, Kümmel, ja, das so kleiner machen, dann ich mache das kleiner, so, ja, so habe ich reingetan, dann ein bisschen kleiner machen. Hier Wasser kocht, schauen Sie mal, also die. Ja, und dann tue ich die Okra da rein. Muss ein bisschen kochen lassen. Ja.
Ich habe jetzt die ganze Gewürze, schauen Sie mal, die ganze Gewürze, das heißt Koriander, Kümmel und diese Chili, ein Löffel und ein Löffel diese Kurkuma und alles hier reingetan und zerkleinert wie eine Pasta, also sagt man, ne? So, also Indien wird man auch so. Zum Beispiel, wir haben einen großen Stein, dann wird es auch gemahlen. So, ich wollte nur zeigen. Sie können auch diese Sambar-Puder, also die Sambar-Masala aus indischen Geschäften nehmen und das tun. Ja? Sie brauchen nicht so viel Mühe geben, aber ich sage nur, wie wir das machen. Ja? Das wollte ich zeigen. Ich habe auch diese Tamarind, was da übrig geblieben ist, habe ich auch da reingetan. Dann wird es auch ganz gut. Schauen Sie mal. Ne. Also, ich habe jetzt dieses Stück, das heißt, das ist 2 Teelöffel Kokosöl. Dann mache ich die Herd an. Das ist jetzt fertig. So, dann tue ich das wieder da. Mache ich die Herd aus. So. Eigentlich braucht man nicht so viel kochen. Machen wir so. Ich mache, benutze die gleiche Herd. So, ja. Jetzt die Öl ist heißer. Okay. Dann tue ich da diese Knoblauch da rein. Ich habe ein bisschen gepresst. Ein Stein. Ja. So. Das mache ich jetzt. Anbraten. Jetzt ist es ein bisschen brauner. Dann tue ich die gesamte, also die schwarze Linsen und Senfkörner und die Curryblätter, alles rein. Ja? So. Ich habe ein kleineres also genommen, damit das schneller geht. Jo. Also da habe ich schwarze Linsen, halbierte und Senfkörner, also Knoblauch vorher und Curryblätter und ein rote Chili und Hing. So, was machen wir jetzt? Eine kleine Hitze, kleinere Hitze. Und schauen Sie mal, wie die das diese also so gekommen ist. Dann tue ich da besser immer mit alles rein. So, ein bisschen gewaschen. So ein bisschen anbraten. Dann tue ich auch die Kokosmilch da rein.
bisschen köcheln lassen. Es geht ganz schnell, wenn Sie zum Beispiel sowas nicht machen. Also hier das, also in Wasser, Tamarind, wenn Sie keine Tamarind haben, nehmen Sie Zitrone, ein Löffel Zitronensaft und Salz drin. Okay, das gemacht. Und dann, also garnieren, wie ich gemacht habe. Und dann diese Sambar, also Masala, reintun. Oder die Rasam Masala ist nicht so gut, aber Sambar Masala ist auch für Kuddelu immer also benutzt. So, schauen Sie mal, wie das Curry. Ich tue ein bisschen Wasser, ja, da drin, da rein. So, das ist die Kinder leicht zu kochen. Alles. Dann lassen wir ein bisschen mehr Hitze. So. Schauen Sie mal, wie das. Können Sie auch dünner machen, wenn Sie möchten. Manche mögen auch dünnere Kordel, Curry. So richtig kochen. Also alle. So, dann nehmen wir so. Okay. So. Reicht so. Unser Bänderkordel ist fertig, fast. Ja? Ich lasse ein bisschen am Herd. Brauchen Sie das nicht essen? So. Wenn Sie dickere Soße brauchen, dann tun Sie ein bisschen mehr Kokosmilch. Aber ich denke, das schmeckt besser. So. Ich nehme in einen Löffel. Ein bisschen Salz da rein tun. Das heißt, ein klein bisschen. So, gut. So. Zoom ein bisschen. Ich mache die Herd aus. Es ist fertig. Bänderkordel ist fertig. Das heißt, Okra,
curry is fertig. Das kann man mit, also meist schmeckt mit diese Jasmin Reis oder also Weiß Reis, also nicht die Parboiled Reis. Kann man auch benutzen, aber meist mit diese Jasmin Reis schmeckt besser. Gibt es so Parboiled Reis, können Sie auch nehmen, wenn Sie da eine, wenn nicht Vegetarier sind, eine Fischbraten dazu. Das schmeckt perfekt. Die Bendekotele, oh, es riecht aber wirklich, also es riecht ganz gut. Also ich zeige euch, schauen Sie mal. Ja. So, Bende habe ich in eine kleine Schüssel genommen. Schauen Sie mal, es sieht so gut aus. Ja, ich habe wirklich Hunger dafür. Und das ein Stück nehme ich, ja. Ja. Gewürze, ne? Also schmackhaft. Und das ist alles jetzt reingegangen. Und die indischen Gewürze sind auch gesünder. Nicht so scharf essen, aber was ist gesünder? Und ich hoffe, dass euch gefällt. Und abonnieren Sie, kommentieren Sie, also schreiben Sie Kommentar, damit ich weiß Bescheid, dass euch gefallen hat. Ich hoffe, dass euch gefällt. Leiten Sie es weiter und geben Sie eine Gefällt mir. Wir sehen uns in andere also Video. Zeige ich auch nochmal noch ein Rezept aus Tolonado. Bis dann. Dankeschön für das Zuschauen und auf Wiedersehen von Ramani Pulli's Indian Kitchen.